Lieber Oberbürgermeister Dirk Hilbert, liebe Stadtgesellschaft, auch ich trauere um den ermordeten Menschen aus Nordrhein-Westfalen und ich wünsche dem anderen Verletzten, dass er möglichst schnell genesen möge. Was ich gar nicht verstehen kann, ist, dass unter anderem Sie, lieber Oberbürgermeister Dirk Hilbert, aber auch Landtagsabgeordnete wie Albrecht Pallas von der SPD den Eindruck erwecken, als gäbe es irgendeinen Menschen in Dresden, der sich öffentlich insofern äußert, als dass er durch diese schreckliche Tat, die von einem einzelnen Menschen begangen worden ist, einem jungen Menschen, 18 oder 20 Jahre alt, vermeintlich oder vermutlich aus Syrien, dass diese Tat allen Migranten, Asylsuchenden, Flüchtlingen und so weiter angelastet würden. Woher nehmen Sie die Behauptung, dass irgendein Mensch in Dresden oder anderswo behaupten würde, dass alle Flüchtlinge, Asylsuchenden, Migranten, wie auch immer, kriminell seien? Das saugen Sie sich aus den Fingern. Es gibt diese Menschen meiner Kenntnis nach nicht. Das ist eine dumme, blöde, schwachsinnige Behauptung, dass es solche Menschen gibt. Vielleicht gibt's die irgendwo, aber ich habe noch nirgendwo irgendwo gelesen, dass jemand alle Flüchtlinge für die Tat eines Einzelnen haftbar machen würde. Das ist kompletter Blödsinn. Was ich Ihnen, lieber Dirk Hilbert, seines Zeichens, Ihres Zeichens, Oberbürgermeister von Dresden, vorwerfe, ist, dass Sie sich den linksgrün Versifften gegenüber anbiedern und das Versammlungsrecht einschränken und hinterher auch noch die Chuzpe haben, zu behaupten, man hätte Pegida auf die Kockerwiese verlegt. Nein, Pegida hat gesagt, dann lassen wir es lieber. Sie haben in der Allgemeinverfügung verfügt, dass jeder Demo-Teilnehmer 4 Quadratmeter Platz bräuchte, damit er sich nicht mit Corona ansteckt. Sie behaupten weiterhin, lieber Dirk Hilbert, lieber Oberbürgermeister, dass jeder positive PCR-Test gleichzusetzen wäre mit einer Infektion. Das ist nicht die Wahrheit, um es klar auszudrücken, das ist eine Lüge. Ich bezichtige Sie, Dirk Hilbert, Oberbürgermeister von Dresden, der Lüge, wenn Sie behaupten, dass jeder positive PCR-Test gleichzusetzen wäre mit einer Infektion. Das ist nicht die Wahrheit. Und wenn Sie sich die Statistiken der Landeshauptstadt Dresden, so schlecht wie sie auch sein mögen, und ich habe das per Presseanfrage versucht rauszufinden, per vieler Presseanfragen, und regelmäßig scheitere ich am Gesundheitsamt, was behauptet, wir dürfen diese Daten nicht erheben. Was spricht dagegen, lieber Oberbürgermeister Dirk Hilbert, dass die Stadt Dresden erhebt, wie viele Menschen sich aktuell stationär in Behandlung befinden wegen Covid-19 und wie viele davon intensivmedizinisch betreut werden müssen bzw. invasiv beatmet werden müssen? All diese Fragen habe ich seit April gestellt und das Gesundheitsamt, für das Sie als Oberbürgermeister zumindest indirekt verantwortlich sind, hat gemauert nach Strich und Faden. Es wurden keine Obduktionen angeordnet, man hat einfach behauptet, dass die bisher 13 Verstorbenen ursächlich an Covid-19 verstorben seien. Man hat mir diese Frage nie eindeutig beantwortet, sondern die 13 Sterbefälle wurden automatisch Covid-19 zugeordnet. Kein Wort von einer Grippe, kein Wort von Tests auf Influenza-Viren, nichts. Sie, lieber Dirk Hilbert, Oberbürgermeister von Dresden, tragen die Verantwortung, mit die Verantwortung für die durchgehende Panikmache seit Anfang März. Und ich werfe Ihnen vor, dass Sie bereits im Wahlkampf sind für das Jahr 2022, wo Sie wiedergewählt werden wollen. Und ich kann verstehen, dass Sie der Meinung sind, dass Sie Ihren Job gut machen. Und Sie machen Ihren Job, soweit ich das von außen beurteilen kann, in der Regel auch recht gut.
Ich kann es nicht beurteilen, weil ich in den Gesprächen logischerweise nicht dabei bin. Mein Urteil rührt in erster Linie von der Leitung der öffentlichen Stadtratssitzung und da machen sie in den vergangenen Jahren ihre Aufgabe relativ gut. In letzter Zeit muss ich allerdings sagen, dass sie sich der Neutralität nicht mehr so verpflichtet fühlen, wie sie das in der weiteren Vergangenheit getan haben. Meiner Meinung nach biedern sie sich beim rot-grün-roten Lager an, weil sie genau sehen, ich kann keine Mehrheiten finden ohne Rot-Grün-Rot. Wie sieht's denn aus? Es gibt 35 Stadträte, die man dem bürgerlichen, rechten, konservativen Lager zuordnen kann. Und genauso gibt es 35 Stadträte, die man dem linken, progressiven, whatever Lager zuordnen kann. Das ist zugegeben eine recht verfahrene Situation. Und als eifriger Zuschauer des Livestreams muss ich sagen, es ist wirklich ein Hühnerhaufen, ein Ameisen. Haufen, ein Flohzirkus, was sie da zu regeln haben. Und mein Respekt an dieser Stelle, es ist wirklich nicht leicht. Was kann ich dazu noch sagen? Ich habe den Eindruck, und das ist mein subjektiver Eindruck, meine Meinung, dass der Stadtrat erstens sehr mit sich selbst beschäftigt ist, sich gegenseitig als Fraktionen seine Sandburgen kaputt zu machen versucht und dass auf der anderen Seite die Verwaltung diese Situation ausnutzt, um den Stadtrat am Nasenring durch die Manege zu führen. Es ist für 70 ehrenamtliche Stadträte, die durchaus bis zu 2.100 € im Monat brutto verdienen können, recht schwer, gegen eine Verwaltung mit rund 7.000 Mitarbeitern anzugehen. Und deswegen fordere ich Sie auf, die Daten der Landeshauptstadt freiwillig als offene Daten ins Internet zu stellen und sich nicht zu jedem Scheiß erst bitten zu lassen. Ich habe Anfang des Jahres eine Petition gestellt, worin ich vorgeschlagen habe, nicht gefordert, vorgeschlagen habe, dass die Daten aus dem sogenannten Unfallatlas in den Themenstadtplan der Stadt Dresden übernommen werden. Die vertröstende Antwort war, da müssen wir erstmal das Landesamt für Geodaten und Kataster oder ähnliches fragen. Nein, diese Daten liegen auf der Seite unfallatlas.de bereits richtig sortiert vor. Man muss sie nur in den Themenstadtplan einbinden. Und wenn Sie mal gucken, dann können Sie sich bei den Petitionen ansehen, wie viele sich um das Thema Verkehr drehen. Es sind rund 75%. Darunter sind Forderungen nach 30er-Zonen, nach Zebrastreifen und so weiter. All das ist Aufgabe der Straßenverkehrsbehörde und fällt nicht in die Verantwortung des Stadtrates. Trotzdem beschäftigt sich der Stadtrat mit allerlei Petitionen und Anträgen, vor allem aus der Fraktion der Grünen und der Linkischen und auch der Spezialdemokraten. Und das hält den Stadtrat davon ab, sich mit den wirklich wichtigen Themen dieser Stadt zu beschäftigen. Der Stadtrat hat die Haushaltshoheit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach Jahren von Versuchen einzelner Fraktionen und auch von mir, einen Haushalt in einer Tabellenform, Excel-Datei, LibreOffice, whatever, regelmäßig bekommen wir die Antwort, das ginge nicht. Ich kann Ihnen sagen, der Freistaat Sachsen kriegt es hin, einen offenen Haushalt im Excel-Format darzustellen. Warum kriegt die Landeshauptstadt Dresden es nicht hin, zum Verständnis der Bürger und vor allem zum Verständnis der Stadträte, den Haushalt nach Geschäftsbereichen sortiert, nach Ämtern sortiert, wie auch immer, als Excel-Tabelle darzustellen. Das liegt nicht am Können, das liegt am Wollen. Und das geht seit Jahren so. Und ich kann nicht nachvollziehen, wie mit einem Verantwortlichen für Digitalisierung seines Zeichens Finanzbürgermeister und Ihnen, der regelmäßig die Digitalisierung predigt, wieso es nicht möglich ist, den Bürgern und den Stadträten den verschissenen, Entschuldigung, Haushalt als Tabelle vorzulegen. Wie können Sie von Digitalisierung schwafeln und die einfachsten Dinge nicht selber lösen, die in Ihrer Verantwortung liegen? Sie sehen, ich bin im Brast.
Und es liegt nicht an kriminellen Ausländern, sondern es liegt an einer mauernden Stadtverwaltung und einem zerstrittenen Stadtrat, die unsere repräsentative Demokratie als nützliches Anhängsel sehen. Und wie gesagt, Stadträte, ein fleißiger Stadtrat, Ausschussvorsitzender, drei Ausschussmitgliedschaften, kann inzwischen bis zu 2.100 € brutto im Monat verdienen. Und das bei einer Arbeit, Anwesenheit in Sitzungen von rund 40 Stunden im Monat. Kommt endlich mal klar, 1,5 Millionen € für die Arbeit von allen Ehrenamtlichen in Dresden, da erwarte ich gefälligst auch was. Also geben Sie sich einen Ruck, lieber Dirk Hilbert, verbreiten Sie keinen Populismus, biedern Sie sich nicht dem Zeitgeist an, sondern seien Sie wieder ein Oberbürgermeister für alle Dresdner. Und das schließt Pegida-Anhänger mit ein, das schließt Asylsuchende mit ein, Flüchtlinge, Studenten, ausländische Arbeitskräfte, alle. Alle sind Sie Bürger Dresdens. Manche dürfen wählen, Bürgerrecht, und manche dürfen es nicht. Ich halte die Regelungen grundsätzlich, wie sie sind, für richtig, aber sie wollen mit Leben gefüllt werden. Und im Moment überwiegt ein linksgrün versiffter Zeitgeist, der es mir sehr schwierig macht, aber nicht unmöglich, an die repräsentative Demokratie zu glauben. Ich bin ein Verfechter der repräsentativen Demokratie. Ich achte Sie als Oberbürgermeister. Wir haben Sie gewählt und in dem Fall habe auch ich Sie gewählt. Ich überlege mir ernsthaft, ob ich das noch ein zweites Mal tue, weil in letzter Zeit ist Ihre Anbiederung an den Zeitgeist für mich subjektiv ekelhaft. Es ist wirklich ekelhaft, wie Sie das Versammlungsrecht und das Recht auf freie Meinungsäußerung sabotieren mit dem Verweis, es gebe Menschen, die alle Flüchtlinge für die Tat eines Einzelnen haftbar machen. Das ist Bullshit. Zeigen Sie mir das Beispiel in sozialen Netzwerken, wo jemand behauptet, die Tat eines Einzelnen könne man allen anderen anlasten. Das Gegenteil ist der Fall. Sie machen alle Pegida-Anhänger und ich bin keiner davon. Dafür verantwortlich, was in einzelnen Fällen von der Bühne erzählt wird. Und ich muss mich weder davon distanzieren, noch muss ich mich dem anschließen, aber die Grundrechte gelten für jeden und sie sind kein Goodwill von Oberbürgermeister, Freistaat oder Bundesregierung. Sie sind Grundrechte, die einem per Geburt zustehen. Erst wenn man erwachsen ist, kann man sie größtenteils ausüben. Aber so zu tun, als wären Grundrechte irgendwie ein Geschenk der Bundesregierung, des Freistaats oder des Oberbürgermeisters, das ist eine Frechheit. Sie haben in der Vergangenheit viel Richtiges gesagt, aber langsam kippen Sie um und meinen, Sie müssten sich dem linken Zeitgeist anbiedern. Ich lehne das ab und bevor ich mich noch weiter echauffiere, mache ich jetzt Schluss.